herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich glaube, wir müssen richtig schön laut sprechen, weil wir so weit weg sind von dem Aufnahmegerät. Ungewohnte Perspektive, aber wir müssen jetzt über etwas sprechen. Oh Gott. Ihr habt vielleicht an dem noch nicht ganz so gut verstehbaren Titel noch nicht allzu viel herausfinden können. Oh Gott! Angemessener Fahrstil? Hä? Beschwer dich nicht. Um was es geht. Wir möchten mit euch... Okay. Hä, was war sein Problem? Hä, der Abstandssensor, der hat bei mir vorhin auch schon rumgesponnen. Nicht mein Auto. Wir möchten mit euch über ein Thema sprechen, weil wir zu unseren Fehlern stehen und es für uns, glaube ich, auch eine Art jetzt gerade so ein bisschen Therapie ist, wenn wir das mal ansprechen, was wir irgendwie in den letzten Monaten ein bisschen verkackt haben. Ein bisschen ist gut. Um es dann jetzt in Zukunft besser zu machen. Was soll ich sagen? Ich habe mein Auto verkauft, was ich eigentlich fahren wollte noch, ne? Und abgegeben. Naja, du kannst ja mal von vorne anfangen. Also, du hattest zu dem Zeitpunkt folgendes Auto. Ich hatte mein Toyota GT86 zu dem Zeitpunkt. Was in der Sekunde dein absolutes Traumauto war? Jo, naja, vor allem, weil ich es mir halt mit 18 gekauft habe, ne? Kranker Scheiß. Okay. Der Punkt war, ich glaube, das Ausschlaggebende war, dass es noch ein halbes Jahr lief, ne? Also nach dem halben Jahr... Im März habe ich ihn abgegeben, im Juli wäre Ende gewesen. Also bis Juli wäre die Finanzierung gelaufen. Genau, und dann hättest du den aber noch weiterfahren können. Jo. Ja. Dann fragt man sich als normal denkender Mensch, warum gibt man das Auto vor Juli ab? Zu viel nachgedacht und zu praktisch gedacht, ne? Wird das gerade ein Interview? Du hattest wieso auch immer das Bedürfnis, ein größeres Auto zu fahren. Du hattest Citigo, der war jetzt nicht gerade groß. Ja. Sind wir mal ehrlich. Aber ich habe mich nie darüber beschwert, dass der klein ist, im Sinne Ich habe jetzt nie gesagt, dass du mich beeinflusst hast bei der ganzen Nein, ich meine, aber es gab ja nie so einen Punkt, wo wir so da standen mit einem Citigo und einem GT86 und dachten so, scheiße, wie kriegen wir das und das jetzt transportiert oder so. Tja, ich habe halt gedacht, für die Zukunft ist es besser, ein größeres Auto zu haben, ne? So, dann hat der nette Herr sich einen Toyota Corolla GR gekauft. Den kennt ihr auch aus Videos, ziemlich sicher. Man könnte meinen. Der Punkt war, als er mir gesagt hat, dass er den bestellt hat, also konfiguriert und bestellt hat, habe ich das Auto noch nie in real gesehen. So, ich hatte ein Bild gesehen, auf der Website, glaube ich, war das, oder? Von Toyota? Ja. Tim hat mir das Auto gezeigt und meine erste Reaktion war, oh mein Gott, ist das hässlich. Also, der Punkt ist, wie gesagt, ich habe das in der Realität wohl schon mal gesehen, aber noch nie wahrgenommen, weil ich meine, weiß ich nicht. Warum auch? Hier gibt es jetzt auch kein Beispiel, irgendwas Außergewöhnliches, was hier gerade langfährt, was man nicht jeden Tag sieht, so, wo man halt einfach weiß, wie es aussieht. So. Und danach habe ich das Auto aber dann tatsächlich schon ein paar Mal rumfahren sehen, halt vielleicht in einer anderen Farbe oder so. Und dann dachte ich mir so, ja, ist schon okay. So. Ja, und das Dach halt nicht so schwarz. Ja, eben, der war ja auch nochmal hier wegen dieser GR-Bla-Bla-Sport-Variante. Nee, weiß das hatte nicht. Damit nichts zu tun, das war ein bisschen anders parkiert. Na, jedenfalls war das Auto dann irgendwann da. Da wurde logischerweise der GT86 abgegeben. Ich muss dazu sagen, ich habe eine geringe emotionale Bindung zu dem, oh Gott, zu dem GT86 aufgebaut, weil ich den, glaube ich, die letzte Woche, wo er da war, gefahren bin. Die letzten zwei Wochen. Weil Tim mit meinem Citigo durch die Welt gedüst ist und dem ein paar Kilometer drauf geschrubbt hat. Ich wollte Sprit sparen. Ja, das sagen wir es so. Naja, ist ja, wieso auch immer wir getauscht haben, ist ja jetzt egal, aber auf jeden Fall konnte ich zwei Wochen lang dieses Auto fahren im Alltag, so, es war ziemlich cool und das war eine emotionale Bindung dann da, aber der Moment der Abgabe war für mich überhaupt nicht emotional, weil es halt immer noch dein Auto war und keine Ahnung, das war aber eigentlich ganz gut für mich. So richtig hat man das in dem Moment auch nicht ganz so begriffen, dass man den abgibt. Na du kannst jetzt, also wie es für dich war, weiß ich nicht, also so wie du dich in der Sekunde wirklich gefühlt hast. Das hast du später gecheckt.
Ja, naja, jedenfalls war das jetzt aber für mich halt nicht irgendwie traurig oder sowas. Wie gesagt, war ja nicht mein Auto, war halt ein schönes Auto so. Aber ich meine, es war ja auch nicht so, dass wir danach halt kein Auto mehr hatten. Da haben wir halt den Corolla abgeholt. Und es war halt so, ich weiß noch, so der erste Moment, wo wir da drin saßen. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, wie spießig sind wir jetzt bitte. Wir haben uns einen Familienkombi geholt, voll ausgestattet, irgendeinen scheiß Neuwagen. Das machen nur Spießer, wirklich. Alter, ist mir egal. Nein, das war so mein erster Gedanke. Und dann bin ich den halt irgendwann auch mal gefahren und so. Und es hat schon Spaß gemacht, weil das war halt, wie gesagt, so Sportvariante. Der hat schon ganz gut Bums gehabt so. Und ich habe mich langsam damit angefreundet. Also ich habe immer gesagt, ich fühle mich wie so eine Mutter, wenn ich damit rumfahre. Das ja, auch. Ja, aber ich fühle mich halt viel älter, als ich bin, wenn ich mit so einem Familienkombi rumdüse. So. Jetzt kommen aber sie wieder ins Spiel. Hey, na, der Punkt war ja auch, ich habe immer gedacht, ich habe immer ein bisschen praktisch gedacht sozusagen, als ich den geholt habe. Dann hatte ich auch gedacht, naja, man kann sich ja dran gewöhnen, so ein Kombi zu fahren und so ein Zeugs. Aber war halt nur nicht, ne? Das Auto an sich ist ja nicht schlecht gewesen. Ja, aber halt nicht für uns. So. Aber ist halt nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Also, du standest von Anfang an nicht zu 100% hinter dem Auto. Das würde ich jetzt nicht so sagen. Okay. Aber? Also zum Anfang schon, aber mit dem Gedanken, ich gewöhne mich schon dran irgendwie, keine Ahnung. Ja, dann steht man ja am Anfang aber noch nicht 100% hinter irgendwas, wenn man sich erstmal dran gewöhnen muss. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann. Naja, jedenfalls war das Auto irgendwie, keiner von uns war von Anfang an in das Auto verknallt sozusagen. Also es war halt ein Auto, es war da. Es war halt zweckmäßig gekauft. Ja. Und deswegen stand ich 100%ig dahinter, weil es in meinen Augen 100%ig diesen Zweck erfüllt hat und trotzdem noch so ein Stück weit das hatte, was ich wollte. Aber, naja. Allerdings, ich weiß nicht, wann wir das erste Mal drüber gesprochen haben, aber es kam... Als wir noch aus Nordbrück gefahren sind, das eine Mal. Da haben wir haben schon vorher drüber gesprochen. Nee, aber nicht so auf die Art. Ja, wir hatten mal ein sehr intensives Gespräch, wo dann halt rauskam, dass irgendwie Tim von Anfang an irgendwie halt nicht so der glücklichste Mensch mehr war mit diesem Fahrzeug. Naja, am Anfang habe ich mich schon echt gefreut eigentlich drüber, muss man sagen. Und ich war eigentlich auch zufrieden damit. Aber das hat halt nicht lange angehalten. Ne? Ja, okay. Also ich brauche dazu halt auch nicht so viel zu sagen, weil wie gesagt, das ist ja auch nicht mein Auto und sowas. Und naja, keine Ahnung, ich habe dazu auch irgendwie keine emotionale Bindung oder so aufgebaut. Es hat schon Spaß gemacht, das zu fahren und ja, ich habe damit das ein oder andere Blitzerbild kassiert. Ich wurde mit keinem Auto geblitzt, aber mit diesem. Voll komisch. Jedenfalls, also es hat halt schon Spaß gemacht, da so, die Beschleunigung war super, es war halt Automatik und weiß ich, Sitzheizung, alles cool. Es war halt voll ausgestattet. Du hattest halt so ein bisschen in Anführungszeichen Luxus, es war voll ausgestattet. Und hatte ein bisschen Bums. Ja. Ja, nee, das, also cool war es auf jeden Fall schon so. Aber auch für den Umzug war es praktisch. Wir haben eine Malmkommode da reingekriegt. Eine große Malmkommode. Unser Kühlschrank da drin transportiert. Ja, den rosanen. Ne? Ja, aber trotzdem. Ja, ja. Allerdings war dann ab dem Zeitpunkt, wo wir dieses Gespräch hatten, dass das Auto irgendwie doch nicht so genau das ist, was du haben möchtest. Und da ging's los. Da war dann so der Punkt, wie werden wir das Auto los? Na, so genau haben wir das dann noch nicht gesagt zu dem Zeitpunkt. Aber da gingen diese Gedanken los. Naja, macht es jetzt überhaupt Sinn, das Auto noch zu behalten? Oder kümmere ich mich darum, dass ich das relativ easy loskriege? Und unkompliziert? Oder wie ich das vor allem loskriege? Ja. Man muss ja dazu sagen, es war geleased. Ja, genau. Ich weiß ja nicht, ob ihr euch mit dem Thema frühzeitig aus Leasingverträgen aussteigen auskennt. Aber also es gibt ja immer eine Lösung. Und wie ihr vielleicht seht, es ist nicht mehr da. Nein, ihr seht es nicht. Wir sitzen nämlich gerade in einem ganz anderen Auto. Ist auch egal. Du hast Videos mit dem Golf und mit dem Bus. Und das... Ja, und da war also der Corolla noch da. Wir hatten zeitweise 3 Autos. Jetzt bin ich aus dem Faden verloren. Wir haben das Auto auch losgekriegt, oder Tim hat das Auto losgekriegt. Es war halt wirklich ein
Also, wir haben uns damit halt selber wieder irgendwie neuen Stress gemacht, so, aber ist ja okay. Es war halt echt so ein Hin und Her, wie machen wir es, dies und jenes. Und dann kam auch noch dazu, dass kurz vor der eigentlich geplanten Abgabe dieses Auto einen Schaden bekommen hat. Wir sagen jetzt nicht, wie oder nein, nein, so. Es hat einen Schaden bekommen, aber der einfach alles noch zeitlich verzögert hat, so. Was jetzt auch wieder geklärt ist, der Schaden ist repariert, das habe ich noch gar nicht gesehen, das wollte ich mir eigentlich mal angucken. Ich habe es gestern gesehen. Jedenfalls ist der Schaden repariert, das Auto ist weg, aber nicht so weit weg, also... Ich muss jetzt mal ganz kurz eingreifen. Ja. Das Auto abzugeben war jetzt nicht schwer, weil wir mehrere Optionen hatten. Mhm. Also wir hatten eine sichere Option, das halt ans Autohaus weiterzugeben. Also Rückgabe sozusagen, frühzeitige genau. Da war halt nur das Problem, oder in Anführungszeichen Problem halt, dass ich eine Strafe hätte zahlen müssen. Kann man ja so sagen, ja, einfach weil ich viel zu viele Kilometer hatte. Ach so, und wegen frühzeitigem Ausstieg aus dem Leasing. Ja, aber der Hauptteil waren halt die Kilometer, die zu viel drauf waren, weil das war ja deutlich. Ja. Und der Punkt Leasing ist ja auch ein Punkt gewesen, wieso ich gesagt habe, ich gebe das Auto ab. Ich meine, wär das mit diesen zu viel Kilometern nicht gewesen, wäre das nicht so eine hohe Rate für ein Auto, wo ich nicht zu 100% hinterstehe gewesen und so, dann hätte ich das ja behalten. Ja. Aber dadurch, dass alleine diese Strafe für die Kilometer von Tag zu Tag immer größer wurde gefühlt und irgendwann ich einen Überblick wahrscheinlich verloren hätte, wie viel es eigentlich wirklich ist, war es, glaube ich, schon das Beste. Ja, naja, wir müssen halt auch dazu sagen, ich war jetzt bei nichts dabei, bei keinerlei irgendwie Vertragsabschluss oder sowas. Ich weiß ja nicht, wie das gelaufen ist, anhand von was diese Kilometer da festgemacht wurden, aber das war halt einfach für das, was wir so fahren im Alltag, nicht angemessen. Na, vor allem ja auch bei mir dann beruflich. Das Auto ist halt weggekommen und das war dann eine sehr gute Entscheidung. Oder wir waren zumindest, hatten halt dieses Problem wieder los. Man kann auch dazu sagen, dass es extrem leicht für uns war, weil meine Eltern gesagt haben, nee, nehmen das Auto. Ja, das, also wie gesagt, das Auto ist noch, wir können es jederzeit anfassen, wenn wir wollen. Genau. Jedenfalls hat dann Tim... Eigentlich ist es jetzt chronologisch nicht richtig, weil du hast dir ja vorher, also Tim hat sich dann den Golf geholt, wo wir ja auch ein Video gedreht haben. Der Golf ist, der ist da, der steht, ich wollte gerade sagen, der jetzt steht... Jetzt in der Sekunde, wenn wir ihn ja, stimmt. Der fährt, dem geht's gut und das ist, ich glaube, das ist der allererste Autokauf seit diesem Ganzen, wo wir einfach nur Mist gebaut haben oder die erste Entscheidung, die gut war, diesen Golf zu kaufen. Also die Abgabe von dem GT86 war ein Fehler, der Kauf von dem Corolla war ein Fehler, aber der Kauf von dem Golf war, glaube ich, ziemlich gut. Ja. Das Ding macht sein Ding. Ja. Ich habe auf jeden Fall mega Spaß damit rumzufahren und für seine 60 PS ist der echt nicht langsam oder irgendwie träge oder sowas. Fahrt halt, ne? Ja, ich finde den cool jedenfalls. So. Also besitzt Tim jetzt einen Golf und ist damit auch aufgrund dessen, dass es zweckmäßig ist, ein günstiges Auto war, was gekauft wurde und jetzt nicht abbezahlt werden muss. Es ist halt ein Übergangsauto für mich. Ja, naja, und aber es hat halt keine großen Kosten verursacht. Es hat jetzt keine regelmäßigen Kosten, sage ich mal, im Sinne von abbezahlen oder sonst was. Und es ist halt da und es macht sein Ding und es ist gut. So, jetzt komme ich ins Spiel. Ich, blond wie ich bin, dachte mir so, nee, anders. Eigentlich wollte ich ja mir gar kein neues Auto kaufen. Ich hatte ja mein Citigo und war damit zufrieden, glücklich. Und der war für den Übergang, aber ich wusste noch nicht für wie lange und was ich mir danach hole und, und. Dann war der Zeitpunkt gekommen, dass dieses Auto, welches null Serviceheft gepflegt war. Das war das letzte Mal bei der Durchsicht vor 40.000 Kilometern gefühlt. Dass dieses Auto von mir eine Wartung bekommen, also nicht von mir eine Wartung bekommen hat, ich habe es nicht gewartet, sondern ich sagte mir so, ich fahre jetzt in die Werkstatt und lass mal ganz dringend so einen ganz normalen Service machen, weil das Auto halt, wie gesagt, nicht gepflegt wurde und halt in so einer freien Werkstatt nur mal ein paar Teile gemacht wurden, wo Rechnungen handgeschrieben dann in diesem Bordbuch da lagen, was halt irgendwie gar nicht geht. So, für so ein Auto, was noch relativ neu ist und noch so wenig Kilometer hat, dass man da so liederlich mit umgeht.
Ich bringe also das Auto zum Service, sagt der Typ mir, jo, die Stoßdämpfer hinten müssen neu gemacht werden. Ich so, okay, naja, was würde das kosten, bla bla, so. Dann sage ich, nee, dann fragt er, ist Ihnen denn sonst noch was aufgefallen, komische Geräusche oder so. Und ich sage, das Schalten geht ein bisschen schwer. Also manchmal hüpfen die Gänge raus und das ist halt so, das Auto hatte zu dem Zeitpunkt 55.000 Kilometer. Und da dachte ich mir so, das ist ja nicht normal. Und dann meinte der so, das kann gut sein bei diesen super, super günstig produzierten Autos, weil das war wirklich eins der billigsten Autos, die Skoda je gemacht hat, weil das hatte halt null Ausstattung und nichts so. Da meinte der, das kann gut sein, dass es da dann vorkommt, dass nach wenigen Kilometern, also auch halt so 55, 60.000 oder so, ein Getriebeschaden zustande kommt. Und ich so, ja super, und wie findet man das raus? Der so, ja gar nicht, weil man kann ja nicht irgendwie da reingucken oder so, sondern halt einfach warten und dies und jenes. Das war der Moment, wo ich mir dachte, okay, du musst dieses Auto loswerden, weil ich habe keinen Bock auf einen Getriebeschaden und dann dieses Auto zu, was halt eh nur noch einen, also oder schon immer einen geringen Wert hatte, das Auto dann zu verkaufen mit einem Getriebeschaden und halt vielleicht noch für euch Stoßdämpfer zu machen und so. Und ich dachte mir so, nee, also jetzt kommen irgendwelche Probleme, da bin ich raus, da werde ich vorher das Auto los. Hat ganz gut geklappt. Ich habe das Auto da verkauft, wo ich es gekauft habe. Das war sehr, sehr praktisch. Aber der Händler meinte halt so, City Ghost, die gehen ziemlich schnell raus. Und es war auch nach einer Woche schon wieder dort weg. Also sowas, wie gesagt, verkauft sich gut. Und da hatte ich halt echt gute Chancen und so. Ja, und dann hatte ich kein Auto. Wie war das denn? Na ja, aber ich meine, da war ja der Corolla noch da, glaube ich. Ja. Und der Golf war ja auch da. Nee, noch nicht? Okay. Jedenfalls dachte ich mir so, okay, jetzt ist der Moment, ich brauche ein neues Auto. Ich kaufe mir was, was ich schon immer haben wollte. Und dann habe ich so in meinem Gehirn so nachgekramt, was wollte ich schon immer haben? Richtig, einen VW-Bus. Ihr wisst ja vielleicht, dass ich mal einen VW-Bus hatte, der jetzt Philipp gehört. Und über den Verlust des Busses war ich sehr, sehr traurig. Und ich habe mir immer geschworen, ich kaufe mir irgendwann einen neuen Bus. So. Andererseits habe ich mir auch gesagt, irgendwann, vor gar nicht allzu langer Zeit, oh nee, ich kaufe mir auf jeden Fall keinen Bus, den ich nochmal selber ausbauen muss, weil ich keinen Bock drauf habe, weil ich zu faul bin. So. Wieso auch immer ich nicht darauf gehört habe, ich habe mir also wieder einen Bus gekauft zum selber ausbauen und hatte auch die Motivation dann für den Ausbau und so, aber der Punkt war einfach, es waren noch ganz viele Sachen dran zu machen. Ihr kennt den Bus, den Orangen, ich habe den vor 3 Videos euch vorgestellt, dass ich mir ein neues Auto gekauft habe. Jedenfalls war noch einiges dran zu machen. Damit habe ich auch angefangen, habe Sachen machen lassen und, habe angefangen zu dämmen, habt ihr glaube ich auch ein Video gesehen und ich habe von der ersten bis zur letzten Sekunde aber tief in meinem Inneren nicht diese Freude verspürt, die ich dachte, verspüren zu werden, wenn ich mir mein Traumauto, also einen VW-Bus, am besten T4, zum selber ausbauen hole. Und das trotz, dass der langen Radstand hatte und Hochdach, also das perfekte Wohnmobil sozusagen ist. Super viel Platz, wenig Kilometer und. So. Halt auch nicht so groß, dass überall noch ein Kumpfzone ist. Ja, genau, also trotzdem noch alltagstauglich. Jedenfalls habe ich weder auf mich selbst gehört in Bezug auf, ich habe keinen Bock mehr, so, mich um so einen Bus zu kümmern, als auch in dem Moment, wo ich halt nicht diese tiefe Freude aus meinem Inneren gefühlt habe. So, war ja alles noch in Ordnung und ich habe halt ja das Projekt VW-Bus professionell angegangen. Wir haben Listen geschrieben, was wir in welcher Reihenfolge machen lassen, was wir selber machen und. Wir hatten einen super Plan. Alles kein Ding. So, dann kam der Moment, wo ich mich informiert habe bezüglich der Schweißarbeiten und mir halt die Summe gesagt wurde, was ich da rein investieren muss für die Schweißarbeiten. Auch kein Ding. Ich so, okay, dann werde ich halt jetzt einfach mein ganzes Geld in diesen Bus stecken und hart arbeiten und dann wird es halt gemacht und irgendwann, vielleicht freue ich mich dann halt so richtig, wenn der komplett fertig ist. So, und dann kam der Moment, nämlich gestern. Ja, Schlüsselerlebnis. An dem wir mit dem Bus eigentlich nur 100 Kilometer weit wegfahren wollten. Wir waren halt mit dem Bus und nicht mit dem Golf unterwegs, weil wir eine große Kiste transportieren mussten, einen großen Karton und ein Dings hier, Sackkarre.
Und im Golf kann man nur die Rückbank komplett klappen. Und wir waren mit Karl unterwegs und das ging ja nicht. So. Und wir fuhren so aus Leipzig raus. Es fing an, diese Öllampe zu blinken und zu piepen. So, wir erstmal gar keine Panik gekriegt, weil wir kurz zuvor den Ölstand geprüft hatten und gesehen hatten, der ist nicht so hoch. Der Ölwechsel wäre ja eh fällig gewesen. Also sind wir rangefahren an die Tanke, haben Öl gekauft, haben das nachgeschüttet und haben dann das Auto wieder angemacht. Das Piepen und Blinken war weg und wir wollten weiterfahren und ich weiß nicht, einen halben Meter weiter, so ungefähr, ging das wieder los. Wir dachten dann so, okay, also der Ölstand kann es nicht sein, es ist vermutlich der Öldruck. Dann haben wir halt, also vorher auch schon in diesem Bordbuch vom Auto nachgelesen und da stand halt, dass man in dem Moment nicht mehr damit weiterfahren sollte. Wir also gestern an unsere Pläne über den Haufen geworfen, Bus wo abgestellt, mit der Straßenbahn nach Hause gefahren, Golf geholt und nicht das große Paket weggeschafft, weil das war jetzt auch nicht so dringend. Das wäre halt nur die perfekte Gelegenheit dafür gewesen. So. Und dann fing es an. Also ich war in der Sekunde, wo wir das Auto da abgestellt haben und wussten, wir können jetzt nicht weiterfahren, aber überlegen uns erstmal, was wir machen, nicht traurig. Absolut nicht. Ich war einfach nur genervt, weil wir eigentlich dann abends noch wohin wollten, was wir auch noch geschafft haben mit einer Verspätung und so, aber ich war genervt, ich war dann so völlig demotiviert, enttäuscht und keine Ahnung und wir hatten aufgrund dessen, dass wir mit der Straßenbahn nach Hause fahren mussten, genug Zeit, um darüber nachzudenken, was wir jetzt anstellen. Muss aber dazu sagen, ja, meinetwegen warst du so drauf und man hat dir deine Kackstimmung gar nicht mal so doll angemerkt. Ja, das war dann so eher so eine Scheißegal-Stimmung so. Ja. Und ich weiß nicht wieso, aber ich habe dann in der Straßenbahn mir so gedacht, ey, ganz ehrlich, dann verkaufst du diesen Bus wieder und dann bist du nämlich das problemlos. Ich weiß, das ist Wegrennen vor irgendwelchen Problemen und vor irgendwelchen Konsequenzen, die es halt hat, wenn man sich ein altes Auto kauft. Aber der Punkt ist auch einfach, dass ich irgendwann mal gesagt habe, ich habe gar keinen Bock auf sowas, auf den ganzen Stress. Und jetzt halt mir denke, wieso hast du den überhaupt gemacht? Ich habe immer noch keinen Bock drauf, also wirst du das Auto wieder los. So, das ist jetzt der Plan. Der Punkt ist ja auch, dass wir jetzt nach und nach immer mehr Probleme damit kriegen. Also es kommt ja nach und nach immer wieder was Neues dazu. Naja, der Punkt ist, dass jetzt eine Sache eingetreten ist, die wir nicht auf dem Schirm hatten. Ja. Wir hatten eine Liste an Sachen, die noch an diesem Auto gemacht werden müssen. Uns war bis jetzt jedes Problem bekannt, alles bewusst. Wir hatten eine Reihenfolge, in der wir es hätten machen lassen oder Sachen halt auch selber gemacht, dies und jenes. Und es war alles, wir waren auf alles vorbereitet, was halt ersichtlich war. Aber was das jetzt ist, wissen wir nicht. Aber ganz ehrlich, ich will es auch nicht mehr wissen, weil wenn das ein Motorschaden ist, dann tschüss. Und keine Ahnung, ich will so schnell wie möglich nichts mehr damit zu tun haben, weil das war jetzt der Moment, der mir gezeigt hat, du hättest es nicht holen sollen, wenn du nicht 100% dahinter stehst. So. Und ich stehe dazu, dass ich halt jetzt Mist gebaut habe und dass ich einiges an Geld in den Sand gesetzt habe, aber es ist mir egal, solange ich das halt das Problem zeitnah wieder loswerde. So, also wenn ihr einen VW T4 haben wollt mit einem eventuellen Motorschaden, ihr könnt gerne einen Ersatzmotor reinbauen, darauf habe ich einfach keinen Bock. An dem 4 Rost ist, der aber alles machbar ist und danach habt ihr das perfekte Wohnmobil, dann könnt ihr euch gerne melden, solange der noch da ist. Ich werde diesen Bus nämlich wieder verkaufen und ich weiß, dass ich vielleicht in diesem Video, wo ich den Bus geholt habe und auch am Anfang, dass ich da so super motiviert und ja, wie nennt man das? Voll begeistert war und sowas, aber das kam nicht tief aus meinem Inneren und das hätte ich... Das war auch eine Momentaufnahme. Ja, eben. Das war nicht auf Dauer. Das hat man auch ziemlich doll gemerkt. Ich habe den direkten Vergleich zu damals, als wir diesen T4 da gekauft hatten, den weißen, den kennt ihr auch noch aus irgendwelchen Videos. Durch diesen Vergleich und dass es jetzt ganz anders war, hätte ich einfach von vornherein mir denken sollen, okay, scheiße, nicht so cool. So, wie gesagt, der Buskauf war ein Fehler, aber es ist okay, also ich meine, jeder macht mal einen Fehler und wir werden diesen Bus wieder verkaufen. Ich werde den Bus verkaufen, ist ja egal. Irgendwie kommt er wieder weg. Also, das war jetzt vollkommen egal, ob wir den verkaufen oder du. Naja, oder so. Ich will dich nicht damit belasten, wenn ich mir ein Scheißauto kaufe und dann... Naja, das Ding ist, ob du mich damit belasten willst oder nicht, ich bin eh nicht da. Ja, also jedenfalls... Also ich kann mich gar nicht drum kümmern. Jedenfalls kommt der Bus wieder weg. Was auch immer, also das
ein Punkt ist auch noch, dass uns alle Leute gesagt haben, oh mein Gott, kauf den nicht und der ist so alt und dies und jenes. Und jetzt mein Ego sich so sagt, scheiße, die hatten alle recht. Beziehungsweise, die hatten bedingt recht, weil hätten wir jetzt die Motivation, halt einen Austauschmotor reinzusetzen und trotzdem noch alle anderen Reparaturen durchzuführen, dann wäre das ja, dann hätten die nicht recht gehabt, so, dann wäre das ja alles gut. Aber ich glaube, der Punkt ist halt einfach, ich habe keinen Bock mehr darauf und deswegen muss ich halt jetzt allen Leuten recht geben, die sagen, es war ein Fehler, den Bus zu kaufen, weil ich das ja auch sage. Und ja, er kommt halt wieder weg. So, dann haben wir noch genau ein Auto, nämlich den Golf, und sind ab in ein paar wenigen Wochen darauf angewiesen, zwei Autos zu haben. Deswegen müssen wir uns jetzt irgendwie wieder Gedanken machen und dürfen bloß halt nicht wieder irgendwie Scheiße bauen und ins Klo greifen und irgendein Auto kaufen, was wir halt nicht haben wollen. So. Was ich euch damit sagen möchte, das Video ist ein bisschen länger geworden, aber es ist nicht schlimm. Bitte lernt aus unseren Fehlern und kauft euch nichts, wo ihr nicht 100% von vornherein dahinter steht. Und bitte redet euch auch nichts ein. Ihr braucht unbedingt dieses oder jenes Auto. Und dann ist es aber gar nicht so, weil es ist halt einfach nur nervig. Einfach nicht voreilig entscheiden. Wir hatten jetzt so viel Stress, so einfach gedanklich, mental, sage ich mal, mit dem ganzen Organisationskram. Und es hat einen einfach so genervt und belastet. Wenn man sich einfach ein Auto kauft, was man richtig cool findet, dann fährt man das auch ewig. Und dann braucht man es auch nicht irgendwie verkaufen und sich darum kümmern, in diesem jenes. Also, und macht immer das, worauf ihr Bock habt. Das ist das Wichtigste, weil nur so wird man langfristig glücklich. Und wir werden jetzt dann uns noch darum kümmern müssen, den Bus zu verkaufen. Nächster Schritt. Und müssen uns dann wieder überlegen, was wir dann fahren wollen. Aber ich hoffe, dann ist erstmal ein bisschen Ruhe für eine Weile. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lernt bitte aus unseren Fehlern. Wir lernen auch daraus. Hoffentlich. Hey, man, also, es ist ja, weiß ich nicht, ich bin nicht traurig drüber. Ich denke mir einfach nur, wir sind einfach nur dumm. So, weißt du? Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Schreibt gerne mal eure Erfahrungen mit Fehlkäufen dieser Größenordnung in die Kommentare. Das würde mich echt mal interessieren, wer von euch schon dieselben Fehler gemacht hat. Im Endeffekt ist das Wichtigste, dass man glücklich und zufrieden ist. Es ist scheißegal, wie viel Geld man in den Sand gesetzt hat, weil es ist halt so, ist halt passiert. Es ist jetzt nichts Lebensbedrohliches, also von daher ist es nur, geht nur um Autos und ja, alles wird gut. Wir sind auf jeden Fall nochmal ganz mit einem ganz blauen Auge davon gekommen, sagen wir es mal so. Mit zwei dollblauen Augen. Es ist egal, wie sehr man auf die Schnauze fällt. Man muss halt einfach nur die Konsequenzen daraus ernst nehmen und daraus lernen. So, so dann, ach so, und das hier ist übrigens nicht unser neues Auto oder sowas, glücklicherweise. Bitte? Das ist glücklicherweise nicht unser neues Auto. Also, das ist jetzt nur so wegen der großen Kiste, die wir transportieren wollten. Genau. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Schaut gerne die Videos, die ich jetzt angesprochen habe, falls ihr es noch nicht geguckt habt, wo wir den Golf geholt haben, wo wir den Bus geholt haben. Dann bis zum nächsten Video.